Der belgische Schäferhund ist viel älter als der deutsche Schäferhund. Der deutsche Schäferhund gibt es seit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Die ersten belgischen Schäferhunde gab es schon im Mittelalter. Die haben verschiedene Haarkleider gehabt, die haben verschiedene Aussehen gehabt. Und erst Ende des 18. Jahrhunderts hat Professor Reul, ein Veterinär, ein Tierarzt aus Brüssel, angefangen zu versuchen, einen Standard in den belgischen Schäferhund hineinzubringen. Erstmal eine ganz wichtige Bemerkung. Es gibt ziemlich bekannt den Malinois. Der Malinois wird als eigenständige Rasse angesehen. Es stimmt nicht. Es gibt einen belgischen Schäferhund mit vier verschiedenen Varietäten. Eins davon ist eben der Malinois. Da der Malinois am bekanntesten ist, beschreibe ich die anderen anhand des Malinois. Malinois ist bekannt. Als zweites gibt es der Terrieur, ist ein langhaariger Malinois, auch wenn diesen Ausdruck komplett falsch ist. Langhaariger Malinois gibt es nicht, es gibt Terrieur. Ausgehend vom Terrieur gibt es der Grönendal, ist ein Terrieur, der pechschwarz ist, der ganz schwarz ist. Da die Hunde sehr eng miteinander verwandt sind, ist es sehr gut möglich, dass ein Grönendal als Nachwuchs Terrieur bekommt. In Europa werden diese Terrieuren mit Grönendal als Eltern sofort als Terrieuren anerkannt. In Amerika ist das nicht der Fall. Aber trotzdem, in Europa ist das ebenso. Und der vierte, das ist der Lacenoir. Der ist sehr, sehr selten. Der hat welliges, drahtiges Haar. Vom Körperbau, der Standard, wie gesagt, ist immer gleich. Nur das Aussehen ist anders, das Feld, die Haare sind, das Haarkleid ist ein bisschen anders. Trotzdem, da der Malinois immer häufiger von Polizei, Rettungshundestaffel, Sprengstoffhunde immer häufiger benutzt, ist die Nachfrage dementsprechend größer. Und schon gibt es die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen, dass es die ersten Genänderungen bei dem Malinois gibt, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Was absolut verboten ist, innerhalb des belgischen Schäferhund. Es ist einen Grönendal, einen schwarzen langhaarigen Hund mit einem Malinois zu kreuzen, weil das gibt es noch nicht. Das sind die langhaarige Malinois. Das möchte man auf gar keinen Fall. Deshalb haben wir die komplett miteinander getrennt. Terrieuren und Grönendal können nach Genehmigung der Zuchtverband miteinander verpaart werden, aber nur in Ausnahmefällen. Kurze Beschreibung vom belgischen Schäferhund. Ein Rüde ist an der Schulterhöhe 62 cm hoch, eine Hündin 58 cm hoch. Für beide Geschlechter gilt eine Toleranzgrenze von 2 cm nach unten und 4 cm nach oben. Der belgische Schäferhund, wie der Name so schon sagt, kommt aus Belgien. Belgien hat ein sehr, sehr abwechslungsreiches Klima. Es regnet sehr viel, es kann gleichzeitig sehr heiß sein, hat viele Täler. Der belgische Schäferhund ist eigentlich früher mal ein Hund für arme Leute gewesen. Ist sehr widerstandsfähig, ist sehr wetterfest, sehr genügsam. Der Körperbau ist sehr streng genommen, sehr, 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 sehr drahtig, sehr, sehr, sehr lebhaft. Der belgische Schäferhund ist 10 Kilo leichter wie ein deutscher Schäferhund. Das heißt, wenn er läuft, kann er viel, viel schneller um die Ecke gehen. Sehr intelligent, aber das sind Sensibelchen, wie alle anderen Hunde. Aber gerade bei dem Belgier, das ist ein bisschen sensibler. Man kann ihm sehr, sehr, sehr weit bringen. Man kann ihm sehr viel beibringen, aber man muss ihn wirklich ganz, ganz vorsichtig anfassen. Wenn das hier ein Begriff ist, mit der positiven Verstärkung funktioniert Training für belgische Schäferhunde am besten. So, und jetzt ein bisschen zu den Nachteilen, auch wenn es nicht für alle ein Nachteil ist, vom Belgier. Der Belgier, der belgische Schäferhund, eignet sich auf keinen Fall als Ersthund. Man muss schon ein bisschen Erfahrung dabei haben. Der Belgier ist ein ganz, ganz sensibler Hund, wie alle anderen, aber der Belgier vielleicht ein bisschen besonders. Und er kann überhaupt keinen Druck verkraften. Der läuft weg, der fühlt sich sehr, sehr unsicher. Ein Belgier wird ganz, ganz langsam aufgebaut. Ist auch sehr, sehr lange Hund. Also ein Belgier ist gedanklich nicht vor 2, 3 Jahren erwachsen im Kopf.
Man kann schon sehr, sehr viel von ihnen verlangen. Man kann diese Hunde sehr, sehr weit bringen in das, was sie tun, aber man muss sehr vorsichtig damit umgehen. Der Vater von meinem Rüden, ich bin nämlich stolzer Besitzer von belgischen Schäferhunden, hat zum Beispiel Schutzhundprüfung 3 gehabt, also SCA 3 gehabt. Belgische Schäferhund findet man überall in Sprengstoffstaffel, Drogen, Suchhunde, Rettungshundestaffel, Agility, überall kann man die antreffen. Mittlerweile, und das freut mich sehr, es gibt sehr, sehr viele Hundebücher und immer häufiger sieht man belgischen Schäferhund auf der Titelseite. Ist Zufall, aber ich freue mich immer ganz besonders. Der belgischen Schäferhund, es gibt nicht allzu viel davon und die Zuchtverbände achten sehr darauf, dass er gesund bleibt. Natürlich hat er ein paar Probleme, wie die meisten Hunderassen. Er kann, muss nicht sein, anfällig sein für epileptische Anfälle. Ich habe schon seit 76 habe ich schon 5 belgische Schäferhunde gehabt. Ich habe noch nie ein Problem mit epileptischen Fällen gehabt. Ich züchte welche und noch kein einziger von meinem Nachwuchs hat auch epileptische Fälle angehabt. Jeden Hund bekommt einen Zuchtwert und man hat darauf, dass die Hunde, die in der Zucht rankommen, wirklich gesund sind, auch nicht mit rezessiven Genen irgendwelche Krankheiten weiterleiten. Also man versucht wirklich, diesen Flaschenhals, diesen Genpool nicht zu verkleinern, also keinen Flaschenhals hineinzubringen. Wenn du dich entscheiden solltest für einen belgischen Schäferhund, freue ich mich, aber fass ihn mit Pinzette an. Falls dir diesen Film gefallen hat, wie immer Daumen nach oben. Falls du noch mehr Fragen haben solltest über die Belgier, gern jederzeit. Gerade bei dieser Rasse bin ich eher bereit oder fähig, viele Auskünfte zu geben, weil ich selbst welche züchte. Ich habe zurzeit 3 Stück. Und falls du noch mehr von mir hören möchtest, schlicht und einfach, wie immer, Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank für das Zuschauen.